Es wird heute drei Redner geben. Beginnen wird unser Club- und Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache, dann Marine Le Pen und als dritter quasi Keynote-Speaker Markus Prezell. Und ich darf jetzt unseren Bundesparteiobmann ersuchen, da seine Worte an Sie zu richten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass heute unsere Freunde und auch Partner, nämlich internationale Parlamentarier, auch meiner Einladung gefolgt sind und wir mit der Allianz europäischer Partnerparteien, und das ist die Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit, wir, wenn man so will, unser einjähriges Bestehen auch feiern, denn seit einem Jahr, vorgestern war der Geburtstag, gibt es auch in der Form die europäische Fraktion, in der Zusammensetzung, wie sie gerade auch vorgestellt und präsentiert wurde. Und nach unserem großen Erfolg bei der letzten Europäischen Unionswahl, als wir unseren Mandatstand als Freiheitliche Partei Österreichs verdoppeln konnten, haben wir eben gemeinsam durchaus längerer Prozess, vor über 10 Jahren habe ich diesen Prozess als Parteichef der Freiheitlichen Partei begonnen, haben wir es geschafft, eine europäische Partei eben zu gründen und letztlich auch eine europäische Fraktion zustande zu bringen. Und dafür waren die Mandatare aus 7 EU-Mitgliedern, heute sind wir 9 europäische Ländervertreter. Am heutigen Tag sind in dieser internationalen Dachpartei nämlich 9 Nationen auch vertreten. Und wir wollen natürlich unsere Kooperation auch weiter vertiefen und ausbauen. Und wir haben neben den Ursprungsnationen wie dem Front National, der Lega Nord, dem Flamsbelang oder der FPÖ eben auch politische Kräfte aus Großbritannien mit Janice Atkinson und eben aus Deutschland mit dem Europaabgeordneten Markus Prezell, aber auch aus Polen mit Michael Marosik und aus Rumänien mit Laurencio Rebega und mit Tomio Okomura, aus Tschechien unsere Fraktion sozusagen auch vollständig. Und ganz besonders mit Freude erfüllt es mich natürlich, dass mit dem EU-Abgeordneten Markus Prezell de facto eben auch die Alternative für Deutschland bei uns an Bord ist. Und das ist auch gut und wichtig so, weil man sieht, dass im positiven Sinn hier Freiheitsparteien, ja, patriotische, demokratische Freiheitsparteien, hier auch eine gute Zusammenarbeit leben, nach dem Motto, Patrioten aller europäischen Länder, vereinigt euch und arbeitet zusammen. Und das funktioniert, denn das wurde ja immer anders auch dargestellt und da haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder auch Unkenrufe gehört, naja, wie soll das funktionieren? Es funktioniert sehr, sehr gut. Faktum ist, dass wir unterschiedliche Parteien sind und natürlich da oder dort auch unterschiedliche Zugänge haben zu den einzelnen politischen Sektoren. Wir haben auch jeder ein Parteiprogramm und das sind durchaus auch inhaltliche Unterschiede vorhanden. Aber es gibt natürlich Dinge, auf die wir uns verständigen und einigen und letztlich diese internationale Kooperation auf parlamentarischer Ebene und auch auf Parteienebene sicherstellen. Vielleicht ganz kurz und prägnant auch zusammenfassend, was sind das für inhaltliche Gemeinsamkeiten? Mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Auch mit dem Ziel, dass eben direktdemokratische Entscheidungen auch über dem Unionsrecht stehen sollen. Denn ich sage, das höchste Gut ist nun einmal die Demokratie und die direkte Demokratie ist der direkteste demokratische Zugang, nämlich die Bevölkerung auch wirklich immer wieder verbindlich einzubinden, mitsprechen und entscheiden zu lassen. Und da ist natürlich das Schweizer Modell mit einer 100-jährigen Evaluierung der direkten Demokratie ein exzellentes Beispiel dafür. Mehr Einfluss der nationalen Parlamente und damit auch eine Stärkung der gewählten nationalen parlamentarischen Volksvertreter durch eine Rückverlagerung von Gesetzgebungskompetenzen aus Brüssel in die jeweiligen europäischen Unionsländer. Absicherung der kulturellen Pluralität auf unserem Kontinent. Wir wollen eben ausdrücklich keinen zentralistischen EU-Bundesstaat, keine Vereinigten Staaten von Europa mit einer Zentralregierung in Brüssel. Wir sprechen uns für ein Modell eines Europas aus, das ein neues Europa sein soll, ein föderales Europa sein soll, ein Europa der Vaterländer sein soll, wie eben vom großen Europäer Charles de Gaulle auch es erdacht wurde. Und wir wollen die Dominanz auch der Konzerne auf die Europäische Unionspolitik zurückdrängen und das wirtschaftliche Rückgrat des Kontinents wieder stärken. Und das sind nun einmal die Klein- und Mittelunternehmen, vor allem auch im Bereich der Landwirtschaft. Und gerade TTIP und CETA
sind genau das, was dem völlig widerspricht. Sie würden noch mehr Macht in die Hände supranationaler Unternehmen geben und eben den heimischen Bauern auch endgültig, wenn man so will, den Gar ausmachen. Und da haben wir eine besondere Verantwortung, solchen Mechanismen auch entgegenzutreten, und das ist auch eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Und natürlich ist uns besonders wichtig, dass wir als eine Allianz für Sicherheit, Wohlstand und Frieden uns einsetzen in Europa und durch gewisse politische Fehlentwicklungen diesen Wohlstand, diese Sicherheit und den Frieden auch gefährdet sind. Wenn man erinnert an die moderne Völkerwanderung, die seit dem letzten Jahr über Europa hereingebrochen ist, wenn man das Versagen der Europäischen Union an den Schengen-Außengrenzen sich in Erinnerung ruft, und bis heute hat man es nicht geschafft, das zu ändern. Wenn man Fehlentwicklungen bewertet, wie den Maastricht-Vertrag, der gebrochen wurde, und die europäischen Unionsvertreter damit zeigen, dass sie nicht bereit sind, sich an ihre selbstgegebenen Gesetze zu halten, sondern dann eine Schuldenunion aus der Europäischen Union gemacht haben und damit auch einen Vertragsbruch gelebt haben. Wenn wir die Währungs- und Eurokrise bewerten, am Beispiel Griechenlands, ein Fass ohne Boden, wo wir demnächst vor der nächsten Milliardentranche stehen werden und ein Ende und eine Kurskorrektur nicht in Sicht ist, dann sind das alles Entwicklungen, wo wir sagen, das gefährdet den sozialen Frieden, aber auch den Wohlstand und die Sicherheit Europas. Und da braucht es auch neue, bessere und gerechtere Antworten. Die Vielzahl der heutigen Teilnehmer aus ganz Europa zeigt, dass wir eben mittlerweile zu einer großen und stabilen Parteien- und Parlamentarierfamilie auf europäischer Ebene herangewachsen sind. Und das eben, wie gesagt, trotz aller Unkenrufe von politischen Mitbewerbern und auch diverser Medien, die behauptet haben, dass das nicht gelingen wird, dass wir da länderübergreifend zusammenarbeiten. Also da gibt es, wie gesagt, kein Problem. Unser heutiges Treffen in Wien, das eben auch mit einer abendlichen Großveranstaltung in der Pyramide in Vösendorf abgerundet wird, zeigt eben einmal mehr, dass diese europäische Parteienfamilie und Parlamentarierfamilie auch Bestand hat. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir wollen heute natürlich auch ein Signal setzen mit dem patriotischen Frühling. Es ist dringend notwendig, nach dem tiefen politischen Winter in der Europäischen Union, in der EU-Nomenklatura und letztlich auch vieler europäischen Unionsstaaten, einen Frühling da auch sicherzustellen, dass wir wieder ein Blühen Europas auch in Gang setzen, wenn es um dramatische Fehlentwicklungen geht, wie einer Arbeitslosigkeit, die immer weiter zunimmt, wenn wir erleben, dass die Wirtschaft einbricht und es keine Wirtschaftsoffensiven und Arbeitsmarktoffensiven gibt, die da gegensteuern, und wenn wir erleben, dass letztlich in diesen Bereichen man ja eigentlich den Wirtschaftsmotor weiter abwürgt, anstatt eben anzuwerfen. Und wie es in der Europäischen Union weitergeht, werden wir mit Sicherheit auch am 23. Juni in Großbritannien mit der Abstimmung über den Brexit sehen. Die Briten selbst entscheiden, welchen Weg sie in Zukunft gehen wollen. Da mischen wir uns nicht ein. Es steht niemandem von uns zu und auch nicht an, da sich einzumischen. Das ist eine ausschließliche Entscheidung Großbritanniens. Aber es gibt einen Unmut unter den Völkern Europas, wenn wir die Fehlentwicklungen uns in Erinnerung rufen, die ich vorher gerade auch beschrieben habe. Und da wollen die Menschen ein anderes, ein gerechteres, ein neues Europamodell, das auch immer stärker Unterstützung findet. Und mit diesem patriotischen Frühling in Wien soll sozusagen der Startschuss auch gesetzt werden. Wir wollen ein positives Signal eben für eine bessere Zukunft setzen, auch einen Antrieb darstellen, ein Reformmotor Europas zu sein und für die europäische Völkerfamilie auch zu sein, wenn es in die Richtung sozialer Stabilität geht und wirtschaftlicher Prosperität und eben einer Sicherheit und auch in Richtung Pluralismus. Und das sind unsere Grundsätze. Wir sind nicht europafeindlich. Im Gegenteil, wir sind als überzeugte Patrioten, die in Europa leben, Freunde Europas. Und wir lieben Europa und wir wissen, dass Europa eine gute und richtige Entwicklung braucht, damit eben Sicherheit, Wohlstand und Frieden gewährleistet sein können. Aber wir haben andere Vorstellungen als die Europäischen Unionsvertreter, die Kommissare und die diversen
Regierungsvertreter quer durch Europa. Und ich darf nunmehr Madame Marine Le Pen bitten, ihre Ausführungen auch zu beginnen. Und in Folge, wie schon angekündigt, wird dann der Abgeordnete von der Alternative für Deutschland, Markus Prezell, ergänzen.